Offiziell präsentiert von der IWA Auto Classics, Eyes on Target. Und unseren Partnern Gecko Ammunition und VfG Weaponcare. Hallo zusammen, ich bin Alex, unterwegs für Lowrider Media hier auf der IWA 2023. Wir befinden uns am Stand von Hera, diesmal in der Halle 3, mal etwas ganz anderes. Und ich habe neben mir den Thomas von der Firma Hera GmbH. Hallo Thomas, schön, dass du für uns Zeit hast. Hallo Alex, schön, dass ihr vorbeigekommen seid. Gerne. Wie du schon bemerkt hast, dieses Jahr Halle 3a, Stand 604, direkt am Ein- und Ausgang, wer vorbeikommen will. Klar, immer wer kommen will, kommt vorbei. Wir stehen ja gerade vor der Hera H6, in Dortmund schon das erste Mal der Öffentlichkeit präsentiert. Jetzt auch der Weltöffentlichkeit auf der IWA. Thomas, erzähl uns ein bisschen was darüber. Also, du hast es ja schon in Dortmund mitbekommen, jetzt ja. Für die Zuschauer nochmal. Wir haben hier ein 223er System, das A15 Magazine nimmt. Aha. Seitliche Zuführung, in der Ausführung jetzt hier direkt mit Klappschaftadapter. Und eine sehr starke Leichtbauweise. Also es ist tatsächlich ausgelegt, um das lange Zeit auch tragen zu können. Tatsächlich sehr leicht, sehr schön leicht. Wir sind trotz dem, dass wir hier einen 18 Zoller verbaut haben, sind wir auf ein Gewicht ohne Optik von knapp unter 2500 Gramm. Das ist für einen 18 Zoll Lauf relativ gut. Vor allem, wenn man bedenkt, dass wir hier vorne an der Mündung 18, hinten 20 cm haben. Also wir haben jetzt nicht Laufdurchmesser und Präzision für Gewicht getauscht, sondern der Lauf ist so, was man im A15-Bereich so als Medium Barrel bezeichnen würde. Ja. Und die 223er Munition ist ja eigentlich prädestiniert für einen 18 Zoll Lauf. Also hat das für uns doch am meisten Sinn ergeben. Interessant finde ich die seitliche Einführung. Ja. Was hat es damit auf sich? Also die seitliche Einführung hat uns zum einen, darf ich? Ja, selbstverständlich. Hat uns zum einen ermöglicht, dass wir das System hier so schlank wie möglich bauen konnten. Ja. Und trotzdem noch doppelreiche Magazine vom A15-Bereich verwenden können. Das zweite ist, es eröffnet halt die ein oder andere neue Anschlagmethode. Wenn man jetzt zum Beispiel sowas hier sieht. Zum Beispiel. Genau. Gibt's auch. Oder man hat halt weitaus weniger Störkonturen, wie du schon sagst, auf der Kanzel in dem Bereich. Oder vielleicht auch interessant im Liegendanschlag. Ist natürlich ein Magazinwechsel nach unten immer etwas schwieriger zu vollziehen als seitlich. Klar, natürlich. Es ist dem Einsatzzweck geschuldet. Also für den einen wird das sicherlich enorme Vorteile bringen. Für andere haben wir ja auch die traditionellen Magazinschächte nach unten im H7-System. Frage der Klappschaft serienmäßig oder ist er als Zubehör? Der Klappschaft ist beim H6 Zubehör, ja. Kann aber direkt im Werk mit verbaut werden, wobei das auch für den Kunden relativ einfach zu realisieren ist. Wir haben hier vorne eine Abdeckkappe, die kann abgenommen werden. Dann sitzt hier unten drunter eine Schraube, oder? Die wird rausgenommen. Klappschaftadapter eingebaut, wieder geschraubt. Also relativ einfach in der heimischen Werkstatt, ich würde mal sagen, in 5 Minuten zu erledigen. Sehr schön. Ich sehe auch gerade den schönen, schlanken Handschutz auf AR-15-Style. Ja. Was hat es damit auf sich? Also der Handschutz ist jetzt schon im Generation 4-Design, wie wir das nennen. Das heißt, wir haben hier die Slingswivel-Buchsen in Stahl. In Stahl. Das heißt, das sind spezielle Einsätze, die hierfür gefertigt werden. Wir haben hier seitlich bei den M-Lock-Rails die Griffigkeit nochmal erhöht mit den Einfräsungen. Und wir haben... Das ist vielleicht eine der stärksten Neuerungen im A15-Bereich Handschutz. Wir haben hier unten keinen Schlitz mehr, durch die der Handschutz zusammengezogen wird. Ja. Sondern hier haben wir 2 Klemmsteine, die direkt auf die Barrel Nut wirken. Und dadurch haben wir hier eine Montage, die sehr aluminiumschonend ist und das ganze System nicht mehr zusammenzieht. Sehr schön. Das System, was verbaut ist, das Repetiersystem, ist das von euch? Ist das von jemand anderem? Das Repetiersystem selber, also das Systemgehäuse, ist von Föhre. Das war ja ein Projekt mit Föhre. Der Rest ist von der Firma Hera, das heißt, der Lauf wird bei uns gefertigt. Die Gehäuseteile werden bei uns gefertigt, die Handschütze werden bei uns gefertigt. Ne? Aber da trifft sozusagen die österreichische Präzision auf das Hera-Design. Wie gesagt, wir finden, dass da eigentlich was ganz Schönes dabei rausgekommen ist. Gerade was so im Bereich des Leichtbaus möglich ist mit solchen Gewehren. Schönes, interessantes System. Ich sehe auch, es gibt verschiedene Farben. Wahrscheinlich wie bei Hera gewohnt. Oliv, Schwarz, Sandfarben. Genau, das sind die 3 Standardfarben, die wir im Moment anbieten. Ja.
Im Laufe des Jahres ist noch eine 300 Blackout geplant. Bietet sich natürlich an aufgrund des Kalibers und dadurch, dass alle Systemteile passen. Ja. Die 300 Blackout wird es dann auch in der speziellen K-Version geben. Das heißt kurz. Kurz, ja. Wir haben dann ein Gewehr mit einer Gesamtlänge von im eingeklappten Zustand knapp über 60 cm. Das ist dem deutschen Waffengesetz geschuldet. Aber dadurch, dass wir hier ein Repetiersystem haben, haben wir halt ein sehr leises System dann am Ende am Markt. Und klar. Gerade für den Jagdbereich ist das natürlich äußerst interessant. Sehr schön. Ich denke mal, auch vorne sehe ich den A2 Mündungsfeuerdämpfer. Gewinde wird dann drauf sein wahrscheinlich dann genau, für wir haben standardmäßige Schalldämpfer. Genau, wir haben bei dem das 1,5x28. Ja. Das System lässt sich natürlich mit allen Mündungsaufsätzen ausstatten in dem Kaliber, auch von allen Herstellern. Wir persönlich haben noch das Link-System, das man hier montieren könnte. Und das Link-System ist kompatibel, gerade wenn es um Schalldämpfermontage geht, ja, mit verschiedensten Herstellern, wie zum Beispiel Asotra, Rodale und Silent Steel. Mhm. Alle, die auf diesem Zahnkernsystem arbeiten, also da sind wir, wie gesagt, kompatibel und offen zu verschiedenen Schalldämpferherstellern. Sehr schön. Ab wann ist denn die Waffe verfügbar, bestellbar? Kannst du was sagen? Die Waffe ist ab sofort bestellbar. Ab sofort? Die ersten Systeme sind jetzt auch schon in den Versand gegangen, also sind auf dem Weg zum Handel. Mhm. Wir gehen davon aus, dass die nächsten 14 Tage auch die ersten Systeme beim Endkunden eintreffen. Wir werden die ersten 2-3 Produktionsruns bis Ende des Sommers durch haben. Mhm. Danach hoffen wir, dass das System eine Lagerware wird. Jetzt am Anfang, wie es bei jedem neuen System ist, kommt es immer zu einer gewissen Verknappung, weil die Großhändler halt schon höhere Stückzahlen bestellt haben. Es sind schon höhere Stückzahlen im Ausland. Und da kann man dann aktuell, man kann das Glück haben, der Händler hat eins auf Vorrat. Viele Händler haben ja vorbestellt. Aber wenn keins auf Vorrat ist, man muss nachbestellen, dann wird man vermutlich mit circa 3 Monaten aktuell, Monate. 3 bis 4 Monaten rechnen. Kannst und darfst du uns schon Preise verraten? Ja, natürlich. Das System liegt so, wie es hier ist, ohne Klappschaftadapter. Sind wir bei 1.429 Euro Verkaufspreis, inklusive Mehrwertsteuer, wie in Deutschland üblich. Und was dann in den Handel geht, ist natürlich mit den üblichen Händlerrabatten und Großhändlerrabatten. Dann danke ich dir für die Zeit. Wenn euch natürlich diese Waffe interessiert, ich denke mal, finden kann man euch über alle bekannten Kanäle, Instagram, ja, natürlich. Homepage, wir werden alles unten in die Infobox einblenden, einlinken. Und ja, dann danke ich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video.